Proklamation an die Land- und Seesoldaten der Armee des Mittelländischen Meeres Hauptquartiers Toulon, 10 Mai 1798. Soldaten, ihr seid ein Flugger der englischen Armee. Ihr habt auf Bergen in Ewenen bei Belagerungen Kriege geführt. Es bleibt euch übrig, auf dem Meer Kriege zu führen. Die römischen Legionen, die ihr bisweilen nagehabt habt, aber denen ihr noch nicht gleich gekommen seid, bekämpfen Karthago der Reicher nach auf eben diesem Meer und in den Ebenen von Sama. Der Sieg verließen sie niemals, weil sie beständig tapfer waren, die Anstrengungen mit Geduld ertrugen, weil sie diszipliniert und unter Sieg einig waren. Soldaten, Europa richtet die Augen auf euch. Ihr habt große Geschicke zu erfüllen, Schlachten zu liefern, Gefahren, Beschwerden zu überwinden. Ihr werdet für das Wohl des Vaterlands, das Glück der Menschen und euren eigenen Ruhm noch mehr tun, als ihr schon getan habt. Soldaten, Matrosen, Fußgänger, Artilleristen oder Reiter, seid einig, erinnert euch daran, dass ihr am Tag einer Schlacht einander nötig habt. Soldaten, Matrosen, ihr seid bis jetzt für nachlässig geworden. Jetzt widmet euch die Republik die größte Sorgfalt. Ihr werdet der Armee würdig sein, so der ihr gehörte, der Genius der Freiheit, der die Republik seit ihrem Anfang sehr gewittieren Europa gemacht hat. Will, dass sie auch über die Meer und die entferntesten Länder herrsche. An die Bürger geraten, Minister der Französischen Republik in Neapel, Hauptquartier Malta. 12. Juni 1798. Ich schicke Ihnen, Bürgerminister, einen Kurier, den ich nach Paris abgehen lassen. Ich bitte Sie, ihm die nötigen Pässe zu verschaffen und ihn mit der Rüsten Eil zu befördern. Ich bitte Sie, dem napoleonischen Hofe von der Besitznamen Maltes durch die französischen Truppen einfach Kenntnis zu geben, sowie von der Souveränität und dem Eigentumsrecht, dass wir das selbst erworben haben. Sie werden zu gleicher Zeit Monsieur dem König der beiden Sizilien mitteilen, dass wir darauf rechnen, die nämlichen Bedingungen, wie sie bisher bestanden, für unsere Verproviantierung zu behalten und wenn der König sie gegen uns anders benehmen, als Gegenmalte dieses nichts weniger als freundschaftlich sein würde. Was sich Oberherrlichkeit betrifft, welche das Königreich Sizilien Obermalten besitzt, so dürfen wir sie nicht zurückweisen, wenn Neapel die Oberherrlichkeit der Römischen Republik anerkennt. Ich bleibe 2 Tage hier, um Wasser zu nehmen, auf ich auf den Orient abgehe. Ich weiß nicht, ob sie noch länger in Neapel bleiben werden. Ich bitte sie, mit mitzuteilen, was sie zu tun gedenken und mir so oft als möglich Nachrichten von Europa zu geben. Proklamation an die Landarmee, Hauptquartier an Bord des Orients. 22. Juni 1798. Soldaten, ihr unternehmt jetzt eine Eroberung, deren Wirkungen auf die Zivilisation und den Handel der Welt unberechenbar sind.
Ihr werdet Engeln, den sichersten und empfindlichsten Schlag versetzen, bis ihr ihm den Totenreich geben konnte. Wir werden einige mühsame Märsche machen. Wir werden mehrere Schlachten liefern. Es werden uns alle unsere Unternehmungen gelingen. Das Schicksal ist für uns die Beste Mamelucken, die den englischen Handel ausschließlich begünstigen, die sich der größten Expressungen gegen unsere Kaufleute schuldig gemacht haben und die unglücklichen Einwohner des Niles unterdrücken, werden einige Tage nach unserer Ankunft aufgehört haben zu existieren. Die Volkschaften, mit denen wir jetzt zusammenleben werden, sind Mohammedaner. Ihr erster Glaubensartikel ist, es gibt keinen anderen Gott als Gott. Als Mohammed ist ein Prophet. Widersprech ihnen nicht, behandelt sie, wie wir die Juden, die Italiener behandelt haben, benehmt euch rücksichtsvoll gegen ihr Muftis und ihre Imams, wie ihr euch gegen die Rabbiner und die Bischöfte bekommen habt. Habt für die vom Koran vorgeschriebenen Zeremonien für die Muxin dieselbe Duldung, die ihr für die Kloster, für die Synagogen, für die Religion Moses und Christi gehabt habt. Die römischen Regionen beschützen alle Religionen. Ihr werdet hier Gebraucher finden, die von den europäischen verschiedenen sind. Ihr müsst euch an dieselben gewöhnen. Die Volkschaften, zu denen wir gehen, behandeln die Frauen anders wie wir. Aber der einer Frau nutzsüchtig ist, in allen Ländern ein Ungeheuer. Das Plündern bereichert nur ein Kleinsaal Menschen. Es entehrt uns, es vernichtet unsere Hilfsquellen. Es mag uns die Wolke zu Feinden, während es doch in unserem Interesse liegt, sie zu Freunden zu haben. Die erste Stadt, der wir begegnen werden, ist von Alexander dem Großen erbaut worden. Wir werden bei jedem Schritt Erinnerungen finden, die würdig sind, die Franzosen sehr nach Eiferung anzureisen. Proklamation, Hauptquartier Alexandrien, 3. Juli 1798. Seit so länger schon wird das französische Volk von den Bees, welche Ägypten regieren, beleidigt werden, seine Kaufleute mit Expressungen erdrückt. Sie stunde ihre Bestrafung ist gekommen. Seit so lange schon bedrückte dieser in Georgien und Tirkassien gekaufte Haufe Sklaven den schönsten Teil der Welt. Aber Gott, von dem alles abhängt, hat befohlen, dass ihr Reich in die Gewölke Ägypten. Man wird euch sagen, dass ich eure Religion erschaffen will. Glaub es nicht. Antworten, dass ich komme, um euch eure Rechte wieder so verschaffen, die Usurpatoren zu bestrafen, und dass ihr Gott seinen Propheten und den Koran tiefer wäre als die Mamelucken, sagt ihnen, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Weisheit, Talent und Tugenden bedingen allein eine Verschiedenheit zwischen ihnen. Aber durch welche Weisheit, welche Talent, welche Tugenden zeichnen sieht die Mamelucken aus, dass sie auch schließlich alles das haben sollen, was Leben lieblich und angenehm macht. Es war ein schönes Land, es gehörte den Mamelucken, ihr
ist irgendwo eine schon Sklavin, ein schönes Pferd, ein schönes Haus, alles dies gehört den Mamelucken. Wenn sie Ägypten gepächtet haben, so mögen sie ihren Paktevertrage zeigen, den Gott mit ihnen eingegangen ist. Aber Gott ist gegen das Volk gerecht und barmherzig. Alle Ägypter sollen zu allen Ämtern berufen werden, die Weisesten, die Kenntnisreichsten, die Tugendhaftesten sollen regieren und das Volk werde glücklich sein. Es waren früher bei euch große Stadt, große Kanäle, ein großer Handel. Wer bat alles dies so grundgerichtet, wenn nicht der Geister, die und Gerechtigkeit und die Tyrannei der Mamelucken, Gadis, Sheiks, Imams, Chwobadis, sagt dem Volk, dass wir Freunde der wahren Muslime sind, haben wir nicht den Papst abgesetzt, der das sagte, dass man die Muslime bekriegen muss, haben wir nicht die Malzritter vernichtet, weil dieses Unsinnigen glaubten Gott wohl, dass sie die Muslime bekriegten, sind wir nicht in allen Jahrhunderten die Freunde des Großherrn gewesen. Gott möge seinen Wunsch erfüllen. Und der Feind seiner Feind haben sich dagegen die Mamelucken nicht immer gegen den Großherrn empört. Diesen gewollte sie auch diese noch nicht anerkennen. Sie handeln nur nach ihren Launen. Dreimal glücklich diejenigen, die mit uns sein werden. Sie werden in ihrem Vermögen und in ihren Reihen gedeihen. Glücklich diejenigen, die neutral bleiben. Sie werden Zeit haben, uns kennenzulernen und sie werden unsere Partei ergreifen, aber wehe, dreimal wehe denen, die sich für die Mamelucken bewaffnen und gegen uns kämpfen. Für sie gibt es keine Hoffnung, sie werden zugrunde gehen.